So, weiter geht's mit dem dritten Teil von Brothers. Nachdem uns dieser Riese, dieser Naturriese, jetzt durch diese Berglandschaft geführt hat, sind wir in dieser Höhle gelandet. Und genau da setze ich jetzt an. Da geht's einfach weiter. Oh, was ist das? Anscheinend nichts Besonderes. Sieht ein bisschen seltsam aus. Textur, weil die so hell ist. So, ich muss wahrscheinlich wieder der Kleine durch. Ja, klar. Kleine muss hier durch. Und kurbeln. Okay, ich habe gedacht, da kann man hoch irgendwie. Sollen wir erstmal seitlich? Ne, wir gehen erstmal hier zu der Bank. Ja. Wasserkraftrad. So, laufen wir mal dahin. Oh, Herr. Jo, was müssen wir denn hier machen? Okay, einfach dranhängen und runter. Da kann man drüber springen. Jawohl. Nicht da rein. Gucken wir mal, was das hier ist. Einfach Zahnräder. Ich glaube, wir laufen erstmal hier runter. Ja, da gibt es aber nichts zu sehen. Gerade, ob wir da irgendwas interagieren können. Nee. Was gibt es hier oben noch? Ui, was ist das? Ah, okay, klar. Die Frage ist, wo muss es hin? Das Röhrchen. Komme ich da jetzt? So rum geht's. Das ist wie beim Umzug, wenn man ein großes Sofa umziehen will. Hier dasselbe. Gehen wir mal außen rum. So. Ich denke mal, die kann man dann irgendwie verbinden. Oder ich kann die Zahnräder aufhalten. Ja, natürlich. Ja. Schön. Und jetzt kann man da drüber balancieren. Man muss hier nicht balancieren, das mache ich von selber. Man drückt also einfach die Richtung, die man laufen muss. So, was ist hier? Was bringt das? Aha. Okay, die Brücke geht auf jeden Fall nicht zurück. Jetzt müssen wir es so machen. Ne, die Brücke bleibt da, ist schon mal gut. Jetzt müssen wir das Ding einfach mal hier stehen.
So, und laufen los. So, ein bisschen mit Hüpfen. Wobei man, ja, hüpfen kann man es eigentlich nicht nehmen, weil man muss nicht selber hüpfen, das macht er auch von alleine. Das wäre aber, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Frust schaffen, wenn man da jetzt noch selber springen müsste. Gut, und die Knöpfe fehlen natürlich dafür auch. Also man steuert das wirklich rein mit den Schultertasten und den beiden Analogsticks. Die oberen Schultertasten nimmt man dann für die. Oh, okay. Hier muss ich das Ding umdrehen. Dann setzen wir mal den großen wieder hier hin. Geht das eigentlich auch mit dem kleinen? Nee, 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 geht nicht. So. Ja, ich denke, er muss von oben da ran springen. Ist ja offensichtlich, würde ich sagen. Jawohl. Okay, er hält es nicht an. Er dreht sich um, er hält es an. Damit der Große hier schön lang klettern kann. Komm, gib dir mal ein bisschen Mühe. Und los geht's. Ja, wenn die verkehrt rumstehen zu den Controllern eigentlich, dann ist es für mich relativ schwierig, die Kontrolle zu behalten. So, da unten gibt's Fische. Gehen wir auch mal hin. Bisschen Schindluder treiben. Wow. Geht's aber steil bergab. Komm schon, fang dir was. Krieg ich nicht. Nee, kriege ich nicht. Kann ich mir nicht so einen Fisch fangen? Hier, wenn ich den irgendwie in die Enge treibe. Na, sieht nicht so aus. Okay. Lassen wir das. Spielerei. Jetzt bin ich hier rumgegangen. Jetzt weiß ich nicht. Ich denke, ich komme dann an der gleichen Stelle raus, wie wenn ich da auf der anderen Seite hochgegangen wäre. Das sehen wir ja gleich. Ob hier die Treppe ansetzt. Jawohl, tut sie. Können wir mal die Aussicht genießen. Pflanzt euch hin. Auch hier wieder relativ hübsch anzuschauen. Weide, weide. Na. So, jetzt geht's hier hoch. Geht's denn hier hin? Ah, hier ist wieder so ein Schaltersystem. Er gilt immer auf die Seite, egal auf wo ich ansetze. Okay, das läuft dann einfach weiter. So, da haben wir den einen. Und ja, gucken, dass ich rechtzeitig loslasse dann. Muss ich dahin? Oh, natürlich nicht. Okay, ich setze aber direkt wieder hier an. Die Frage ist dann, wo ich hin muss. Hätte gedacht, ich müsste da rüber springen vielleicht. Ah, ich glaube da hinten. Da gehen noch andere Seile lang. Okay. Oh, jetzt mal mit dem Kleinen voran. Oh, da unten sind ja noch mehr von den Kollegen. Ach so, das fährt darüber weiter. Kleiner los. Die arbeiten hier in den Höhlen. Was wir jetzt nicht wissen, ist, warum er geweint hat, der eine. Auf jeden
Fall weiter kurbeln. Na komm, jetzt halte ich doch fest an dem Ding. Komm schon. Wieso will er sich nicht festhalten? Ah, jetzt. Was? Muss ich da ein bisschen... Nein, er lässt wieder los. Jetzt. Ich glaube, ich brauche jetzt auch nicht weiter kurbeln. Nee, jetzt geht's an die nächste Kurbel. Verpasst. Falsche losgelassen. Ah! Weiter geht's. Nochmal von hier. Junge, Junge, ich stelle mich aber gerade dämlich an. So, links loslassen. Kann ich mich ja schon mal dahinstellen. Rechts loslassen. Dann nuff. Kurbeln. Er will einfach nicht daran. Jetzt. So, zum nächsten. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt kann ich auch den Kurbel loslassen. Laufen wir schon mal weiter. Schafft er den Sprung? Jawohl. So, was machen wir hier? Ah, auch cool gemacht. Geht er wieder zurück. So. Jetzt muss ich da wieder kurbeln. So, warten wir, bis er da ist. Oder warten, bis er nicht. Bevor ich dann wieder vergesse zu kurbeln. Kurbeln kann ich aufhören. Kann ich loslassen. Und jetzt. Ich muss sagen, die Rätsel gefallen mir auf jeden Fall. So. Haben wir es geschafft. Wo ich jetzt. Habe ich mich zweimal richtig dämlich angestellt. Oh, jetzt geht's weiter hoch. Spring. Und wieder klettern. Ja. Aha, schon wieder so eine Sp. Ja, der kommt doch jetzt.
So ist gleichzeitig. Ah, funktioniert diesmal sogar. Oh, jetzt müssen wir da rüberspringen. Das geht natürlich nur nacheinander. Falsch schon losgelassen. Mann, ich stehe mich aber auch dämlich an. So, jetzt nochmal. Rechts gedrückt halten, rechts gedrückt halten. Nur den Analogstick loslassen, damit er nicht weiterklettert. So. Und rüber. Jetzt das gleiche damit. Wunderbar. Ich glaube, ich bin zu alt. Mein Gehirn stellt sich nicht auf das Spiel ein. Oh, jetzt schauen wir noch mal ein bisschen. Ja, unten, das sind diese Riesen. Auf jeden Fall. So, was ist das hier? Jetzt geht's einfach daher, klettern, klettern, klettern. Das müssen wir jetzt wieder nach und nach machen. Das heißt, Analogstick links loslassen. Jawohl. Oh. Das hole ich erstmal den großen hinterher. Oh, das sieht nicht gut aus. Jetzt bricht alles in sich zusammen. So, jetzt gleichzeitig. Oh. Noch eine kleine Action-Szene. Wobei es spielerisch natürlich keine Herausforderung war, weil. Oh, was ist mit ihm? Deswegen war er traurig. Das ist bestimmt die Frau von ihm, der uns daher geführt hat. Ja. Da haben wir sowieso den Schlüssel besorgen. Das macht der Kleine, schätze ich mal. So, dieser Hebel hier, den kann wieder nur der Große betätigen. Ah, okay, das geht erst, wenn wir den Schlüssel haben. Dann holen wir uns doch den mal. Ja, das muss der Kleine machen. Sollte er aber relativ leicht kriegen. Durch. Okay, ich muss mit dem Groten ein bisschen nach. Die können auch nicht zu weit. Ah, natürlich, nicht über die Knochen laufen. Das hätte man auch vorher wissen können. Man muss da ganz leise durch. Ganz leise. Anschleichen. Und jetzt die Frage, ob ich hier noch den richtigen Moment abwarten muss. Oder ob ich einfach durchgreifen kann. Okay. Ich muss den Schlüssel auf jeden Fall halten. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich hier durchgeben müssen. Nicht über die Knochen laufen. Ah ne, okay. Funktioniert. Dann mit dem Schlüssel zum Schloss. Und der große Bruder macht jetzt den Hebel. Runter. Und ist aber die Frage, wie wir hier wegkommen. Oh, ihr geht's auch nicht gut. Ist ein bisschen mitgenommen.
Oh. Oh. Ist aber die Frage, wo ich jetzt hin muss. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich ihn vielleicht da reinlocken? Nee, dann hat er mich direkt. So nicht, dabei rennt anders, rennt er auf jeden Fall. Ich befürchte ja, dass ich ihn irgendwie da reinlocken muss. Frage ist wie, weil er rennt hier außen rum. So funktioniert es nicht. Er kann auch hier nicht mehr durch. Ich schätze, ich muss ihn da reinlocken. Vielleicht, wenn er auf der anderen Seite steht. Oh, geht auch weg. Okay, so geht's. Jawohl. Ah, ich hab nicht gedacht, dass er hier durchpasst, okay. Das ist natürlich cool. Jetzt kommt sie wieder zurück. Ah, jetzt hilft sie uns auch. Weil ich irgendwie nicht glaube, dass er da ohne das Schloss gefangen, lange gefangen wäre. Ich meine, selbst wenn hier oben käme, er uns ja recht schnell hinterher. So, gibt es die nächste Achterbahnfahrt oder wie sieht's aus? Ah ne, wir gehen runter. Wir lassen sie runter. Okay, wir müssen ihr helfen. An der Stelle. Ähnlich mit dem Vater. So. Das war einmal rüber. Und das ist wahrscheinlich. Ah ne, okay. Da geht's also hin. Ist die Frage natürlich, okay. Wir müssen es jetzt. Da müssen wir jetzt hinfahren. Was? Ja, jetzt. Jawohl. Und hepp, und hepp. Und hep, und hep. Ah, okay, da haben wir sie schon wieder zusammengeführt. Ach, wie süß. Oh. Ja, ich weiß, was er will. Das dauert allerdings ein bisschen. Locke ich ihn jetzt darüber? Na, da ist er nicht stehen geblieben. Ach so, jetzt verstehe ich. Wir müssen die Ketten lockern. Das heißt, wir müssen ihn hier hin locken. Da muss ich aber auch immer auf Seite gehen. Brauche ich das in der Zeit gar nicht.
Komm schon, nimm Anlauf. Nächste. Und weg. Zu spät. Ah, ne. Gerade so gereicht. Ich muss es mit beiden Brüdern machen. Jetzt aber. Jawohl. Sehr gut. Eins hilft uns. So, und ich denke, nach der Passage ist auch wieder ein guter Punkt, um eine Pause zu machen und dann beim nächsten Mal einfach an der Stelle wieder weiterzumachen. Bis zum nächsten Mal.